Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Formats Best of 25. Ja, wir sind jetzt bei 1990 angelangt und eigentlich sollte das Video eigentlich auch schon viel eher kommen, aber ich konnte körperlich nicht, ich hatte ganz schlimm Rücken, richtig übel und lag eine Woche flach und diesbezüglich konnte ich es halt nicht so einrichten, wie ich es gerne hätte. Nun geht's wieder, ich kann einigermaßen sitzen, eigentlich geht's wieder recht gut, also fast weg. Ja, und wir gehen sofort über, würde ich sagen, ins Jahr 1990. Da haben wir nämlich auf Platz 25 einen Film, wo ich richtig froh bin eigentlich, dass der es auch in diese Liste geschafft hat. Nämlich Der Exorzist 3. Ja, scheint wohl der zweitbeliebteste Teil der Reihe zu sein. Der Exorzist 2 von William Peter Blatty. Ich finde den auch richtig klasse. Ich habe den auch hier. Mal schauen. So. Ich habe den hier in so einem Snapper Case. Zusammen mit der Trilogie. Also ich habe den 4 und 5. Oder das Pre und das Sequel. Das habe ich nicht mehr. Aber der dritte Teil, den finde ich auch wirklich sehr gelungen. Kommt aus den USA, wird hier als Horror-Krimi-Thriller betitelt und ja, mitspielen George C. Scott oder Ed Flanders. Da ist jetzt eigentlich keiner dabei, der mir was sagt. Gibt es da Alternativtitel? Eigentlich nicht so wirklich. Höchstens noch irgendwie so ein Zusatztitel, The Legion. Ja. Der Film ist, muss ich mal gucken, ich glaube, der ist ab 16, ja, der Teil ist ab 16. Neben natürlich Teil 1, der absolut grandios ist, auch der beste Teil der Reihe, ich kenne sie alle 5. Ja, ich weiß nicht, ob der mal indiziert war, ich glaube nicht. Streamen kann man den nicht kostenlos, aber gegen etwas Geld bei Amazon, Apple TV, Google Play, Microsoft oder YouTube. Und wie ich schon erwähnt habe, gibt es eine Collection mit den ersten drei Teilen. Es gibt aber auch eine komplette Collection mit allen 5 Teilen von Warner, alles auf DVD. Und Warner hat auch noch auf Blu-ray weiter so gemacht. Es gibt eine komplette Collection oder die Einzeldisc. Die Videos damals stammen übrigens von Concord. Das wusste ich so auch noch gar nicht. Ja, alles natürlich uncut. In Österreich hat NSM Records ordentlich an Mediabooks rausgehauen, also mindestens 5 Cover, davon auch eins wartiert. Die sind noch gar nicht so alt, also ich glaube, die sind erst vor ein paar Monaten oder so rausgekommen. Wir gucken mal eben, was der Regisseur hier sonst noch so gemacht hat. Oh, der hat nur 2 Filme gemacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. The Ninth Configuration hat er sonst noch gemacht, der sagt mir gar nichts. Aber ja, interessant. Wie gesagt, auf Platz 25 Der Exorzist, Teil 3. Und dann kommen wir auch schon zu Teil 24. Da hätten wir Der Kuss der Bestie, im Original Meridian, von Charles Band aus den Vereinigten Staaten, ein Horror-Thriller. Wir haben hier noch Alternativtitel Kiss of the Beast oder auch Phantoms. Sherilyn Fenn spielt hier mit. Sagen mir auch alle nicht so hier mit den Schauspielern. Charles Band, was hat er noch so gemacht? Ach, der hat diese ganzen Evil Bong Filme gemacht und auch einen Puppet Master Film. Das ist ja jetzt eher Trash eigentlich. Sonst noch vielleicht irgendein bekannten Film. Tod im Spielzeugland, also auch bei den Demonic Toys hat er mitgemacht. Oder mal was beigetragen. Im Allgemeinen sieht das alles sehr trashig aus bei ihm. Ja, gehen wir mal wieder raus. Ja, zu streamen gibt es das alles leider nicht.
84 hat in Deutschland eine große Hardbox rausgehauen, die ist aber limitiert auf 84 Stück. Wulez Wu Film, wenn ich das richtig ausspreche, hat eine DVD in Kooperation mit Intergroove gemacht und Wicked Vision hat eine Blu-ray oder ist das ein Mediabook? Ne, es sieht aus, eine normale Blu-ray in der Full Moon Classic Selection rausgebracht. Das ist auch alles schon. Alles uncut immerhin. Ja, mehr gibt es eigentlich davon nicht. Es ist auch noch alles erhältlich. Ich sehe hier gerade 15 Euro für die Blu-ray noch. Also mir sagt der Film nichts. Ich kannte den vorher überhaupt nicht. Ich vermute jetzt auch schon doch so ein bisschen Trash, ehrlich gesagt. Also mich reizt der ehrlich gesagt gar nicht so. Aber naja, vielleicht ist er ja doch was. Wer ihn kennt, kann gerne was in die Kommentare dazu schreiben. Und wir kommen zu Platz 23. Auf 23 haben wir nämlich einen französischen Film namens Baby Blood von Alain Roback. Auch hier recht unbekannte Schauspieler. Ich weiß gar nicht, ob ich die Hauptdarstellerin hier zusammenkriege. Emmanuel Escourou. Also, ja, Escourou wird das vielleicht sogar gesprochen. Hier steht Horror Splatter. Also ich kenne den, ich habe den auch hier in der Bildstörung-Reihe. Baby Blood. Ich muss sagen, Horror, ja, Splatter, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich, ob man da jetzt wirklich Splatter zu sagen kann. Es ist schon ein Horrorfilm, der auch ganz gern halt Blut zeigt, aber es ist dadurch gleich ein Splatter-Film, ich weiß nicht. Also für mich persönlich eher gesagt nicht. Ich finde ihn jetzt auch nicht so übermäßig brutal. Es gibt noch einen Alternativtitel, The Evil Within. Der Film ist auch ab 18 Jahren. Das habe ich gerade bei Kuss der Beste ganz vergessen zu sagen, aber ich denke, da kann man sich auch selbst dann eben informieren, weil ich habe jetzt die Seite hier weg. Ist auch nicht so schlimm, denke ich. Ja, es gibt eine ganz alte DVD von Dragon Film Entertainment in diesen Digipacks mit der O-Card. Da gab es ja einige. Da ist der Film auch erschienen. Ich glaube, damals sogar noch zumindest indiziert. Und ja, Blu-ray-mäßig, aber auch als DVD natürlich, hat Bildstörung hier nochmal eine, ja, zwei Veröffentlichungen rausgehauen. Einmal die abgespeckte Version und einmal die Special Edition. Und das war es auch schon wieder. Also die Videokassette von damals von VPS ist geschnitten sogar. Und ja, aber ist auch noch gut zu kriegen. Unter 10 Euro kriegt man die abgespeckte Blu-ray von Bildstörung noch. Also gar kein Problem. Ich bin bei dem Film eher zwiegespalten. So. Auf Originalton kommt der auf jeden Fall besser, weil hier geht es ja quasi darum, dass das ungeborene Kind im Körper nach Blut schreit und die Mutter halt das Schreien nach Blut hört, dieses Auffordern. Und die Synchronstimme ist wirklich nicht so geil. Also da ist im Original, was auch nicht richtig geil ist, muss ich sagen. Also da klingt das auch schon fast ein bisschen albern, aber besser. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, den Film, den kann man sich einmal angucken, aber das ist absolut kein Meisterwerk. Verwundert mich auch ein bisschen, dass der hier in diese Liste mit reingekommen ist, auf Platz 23. Also da finde ich den Exorzist 3 deutlich besser. So, dann kommen wir zu Platz 22. Und Platz 22, ja, das ist schon, es ist Mark 23. Hardware im Original. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche oder ob das einfach M-A-R-K heißt. Ich weiß es nicht genau. Das ist ein Horror-Science-Fiction-Film von Richard Stanley. Großbritannien und Vereinigten Staaten gelten hier als Herstellungsland. Dylan McDermott ist dabei, Stacey Travis, auch alles Namen, die mir nichts sagen. Lemmy spielt mit von Motorhead. Paul McKenzie sagt mir auch irgendwas, oder tausche ich da jetzt irgendwas? Ne, irgendwie sagt mir der Name was. Es gibt noch Alternativtitel, Genetic Warrior. Ja, so das sind der einzige hier. Ich habe den auch hier ganz lange schon in der Red Edition und das ist auch das Ding. Ich habe den Film übelst lange, aber ich habe den mir noch nie angeguckt. Ich finde den Soundtrack ziemlich geil, hier steht ja auch drauf. Musik von Ministry und Motorhead.
Und gerade die Ministry-Songs gefallen mir hier sehr gut. Aber ich habe den Film an sich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, der war sogar auch mal indiziert. Weiß ich nicht, jetzt ist der mittlerweile ab 18 Jahren oder ist der sogar immer noch indiziert? Ich kann das gar nicht genau sagen hier. Also, zumindest streamen kann man den Film nicht, nirgends. Ich guck mal eben hier. Der ist juristisch geprüft. Das müsste auch noch aktuell sein. Dann hat CMV Laser Vision einige Veröffentlichungen rausgebracht. Wahrscheinlich wieder kleine Hardboxen und sowas. InKid Pictures hat mehrere. Was dürfte das sein? Große Hardboxen. Ich gehe mal stark von aus. Sieht so danach aus. Große Hardboxen rausgebracht. Und dann gibt es natürlich die Red Editions von Laser Paradise, sogar die in der Red Edition Reloaded, das waren ja auch so kleine Hardboxen, ist der Film nochmal erschienen. Und dann gibt es von Retrofilm noch eine DVD. Die Videokassetten alle geschnitten, alles allerdings auf Scheibe, bleibt uncut. In Österreich hat NSM nochmal ein bisschen was rausgehauen in Form von DVD und Blu-ray, teilweise in Kooperation mit Koch Media. Ich glaube, das sind auch so die neuesten Veröffentlichungen. Wir haben allgemein ganz gut abgeschnitten hier. Haben wir denn noch irgendwas, was der Regisseur Richard Stanley gemacht hat? Schauen wir doch mal eben. Hopp, hopp. Das Devil ist auch ein bekannter Film. Oh, mir bekannter Film. Ansonsten war es das auch schon. Ach, Nick, krass. Die Farbe aus dem All hat er gemacht. Den neueren mit, Nicolas Cage. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Naja, gut. Auf Platz 22, also Mark 13 Hardware, kommen wir auf Platz 21 und dort haben wir Pentagram, die Macht des Bösen oder im Originaltitel The First Power von Robert Resnikoff. Ist ein Horror-Thriller. Ja, mit dem Darsteller Lou Diamond Phillips. Der ist ja schon bekannter, der sagt mir zumindest was. Ist ja so ein asiatischer Schauspieler. Oh, sieht ziemlich asiatisch auf jeden Fall aus. Ich denke mal, aber auch ein Amerikaner. Ist auch amerikanische Produktion der Film. Hier kann man auch nicht streamen. Ist aber ab 16 Jahren freigegeben mittlerweile. Ich glaube, der war auch mal indiziert oder sowas. Ja, aber man muss sagen, es gibt von Laser Paradise natürlich etliche Veröffentlichungen in der Red Edition und auch eine Neuauflage, die allerdings cut sind. Ungeschnitten gibt es eine 2-DVD Special Edition von Laser Paradise oder man greift auf die Neuauflagen von NSM Records in Kooperation mit Alive. Da gibt es eine DVD und eine Blu-ray, die sind uncut. Und auch richtig günstig zu bekommen. Also ich sehe schon hier die DVD für 16 Euro. Quatsch, 16 Jahre ist der freigegeben. Für 5 Euro. Und NSM hat auch noch ein Mediabook. Hier steht Cover A. Ich gucke ja hier Online-Filmdatenbank. Da wird es wahrscheinlich dann auch noch weitere geben, wenn hier schon Cover A steht. Ein Mediabook über Österreich. Ich kenne den Film leider nicht. Ich habe, glaube ich, mal den Trailer gesehen, mehr auch nicht. Ich muss aber auch sagen, dass mir Lou Diamond Phillips nicht gerade so der absolute Sympath ist. Ich gucke nicht so gerne Filme mit ihm. Schreckt mich irgendwie ab. Gut, aber hat es hier geschafft auf Platz 21. Und dann kommen wir zu Platz 20. Und das freut mich persönlich schon sehr, weil ich den Film absolut, ja, underrated findet irgendwie. Also, es geht hier um Two Evil Eyes von George A. Romero und Dario Argento. Ich habe den hier auch. Zwar nur in so einer Laser Paradise DVD, da müsste ich mal upgraden. Aber der Film hat mich wirklich überzeugt. Ich fand ihn richtig gut. Für 1990 verspielt er auf jeden Fall teilweise Flair aus den 70ern. Hat mich teilweise sogar von den Effekten her so ein bisschen an Fulci-Filme erinnert. Finde ich ganz toll, den Film. Und ich bin richtig froh, dass der, auch wenn es nur auf Platz 20 ist, hier mit reingekommen ist. Italienisch, amerikanische Produktion, ist ein Horrorfilm. Und
Ja, keine bekannten Schauspieler eigentlich so wirklich dabei. Havik, doch, Havik Keitel spielt damit. Oha, das wusste ich ja noch gar nicht. Interessant. Scheint aber auch nur eine Nebenrolle zu sein. Ja, Stream, also, ich weiß gar nicht, ab wann der jetzt freigegeben ist. Ich glaube, der ist immer noch ungeprüft. Also, man kriegt ihn nicht geprüft. Ja, also Streaming geht auf jeden Fall nicht, aber es gibt auch noch, doch, kommen wir gleich zu, etliche DVDs von 84 Entertainment, kleine Hardboxen, Mediabooks, ja doch richtig, Mediabooks, Limited Edition auf 111, 115, also da hat 84 eine Menge rausgehauen, aber nur leider im DVD-Format. Davor hat Laser Paradise hier auch wieder drei verschiedene Red Editions rausgebracht, und so noch eine Neuauflage. Das ist, glaube ich, die, die ich habe. Alles Uncut übrigens hier auch. Und X-Rated hat hier auch noch so ein bisschen was rausgebracht. Eine kleine Hardbox und super limitiertes Zeug. Auf Videokassette war der immer Cut. Allerdings die Videokassette von Screen Power, da, die war Uncut. Und in Österreich hat XT Video, ja, ein paar Mediabooks und Hardboxen rausgebracht. Auch als Blu-ray. Also man kriegt den auch als Blu-ray von XT Video über Österreich. Tja, ich warte nochmal auf eine Single Disc im Blu-ray-Format. Das wird mir dann reichen. Aber ich finde den Film wirklich richtig toll. Der geht ja immer so ein bisschen unter, finde ich. Habe ich so das Gefühl. Mir gefällt der extrem gut. So, dann kommen wir zu Platz 19. Und auf Platz 19 haben wir Das Kindermädchen. Im Original The Guardian von William Friedkin. Ich meine, das ist der, der den ersten Exorzist-Film auch gemacht hat. Ich bin mir eigentlich so gut wie sicher. Ich muss das nur mal eben abgleichen hier, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Ja, ist richtig. Ah, hat auch noch ein paar, oder zumindest eine Episode von Geschichten aus der Gruft gemacht. Killer Joe ist von 2011, den kenne ich auch, den hat er auch gemacht. Ist jetzt auch kein absoluter krasser Film. Aber ja, das Kindermädchen kenne ich noch nicht. The Guardian. Es gibt noch Alternativtitel hier: La Tutora oder Opikunka. Ist ein Horror-Thriller mit Jenny Seagrove. Sonst noch irgendwelche dabei? Miguel Ferrer? Ne, sagen mir auch alle nichts. Sind halt irgendwo B-Movies, ne? Streamen kann man den nicht. Der ist auch juristisch geprüft. Und es gibt. Okay, hier, 84 Entertainment hat ein paar Sachen rausgehauen. Ich denke mal Hardboxen. CMV Laser Vision hat was rausgehauen. Eine Retro Edition mit dabei. Koch Media hat eine DVD, die ist auch noch relativ neu, denke ich, rausgehauen. Und auch Mediabooks, würde ich jetzt mal vermuten, hat Koch Media rausgehauen hier in Deutschland. Es gibt eine DVD von MIG, Cinema Finest Collection. Da ist der Film Cut und auf Videokassette ist nur die Verleihversion ungeschnitten. Die Kaufhausversion war geschnitten. Wie gesagt, im Ausland gibt es hier jetzt, im deutschsprachigen Ausland gibt es nichts. Wie gut der Film ist, ob der überhaupt gut ist, weiß ich nicht. Aber ja, die Blu-ray kriegt man hier. Der ist ab 16 freigegeben übrigens. Also wurde der wohl neu geprüft. Kriegt man für 10 €. Müsste ich mir mal angucken, einfach mal um diese Lücke zu schließen. Aber ich vermute jetzt auch nicht, dass das ein absoluter Top-Film ist. Aber könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich da was verpasse. Sollte ich ihn nicht gucken. So, dann kommen wir zu Platz 18 und auf Platz 18 ist Braindead. Nicht zu verwechseln mit dem Braindead von Peter Jackson, der ist es natürlich nicht, sondern der von Adam Simon, amerikanische Produktion. Hier mit, also als Darsteller sind da Bill Pullman oder Bill Paxton bei. Da sind noch schon einige namhafte Schauspieler dabei. Alternativtitel gibt es hier noch Paranoia. Mir sagt der Film überhaupt nichts. Also ich weiß, dass es den gibt, aber gesehen habe ich den auch noch nicht. War auch immer so ein bisschen abgeschreckt von dem Titel Braindead, aber nun, diesen Braindead gab es eher.
Ne? Peter Jackson's Braindead ist ja von 92. Adam Simon, ich muss mal gucken, was hat er denn noch so gemacht? Auch nicht wirklich viel. Das ist sein Debüt. Er hat noch was von den Carnosaurus-Filmen gemacht, okay. Da sagt mir jetzt auch nur irgendwie, also da kommen wir direkt Trash hoch, aber dieser Braindead könnte sein, dass der recht ernsthaft ist, würde ich jetzt mal sagen. Man kann ihn hier sogar streamen, und zwar kostenfrei bei Plex oder halt in der Flat von Prime. Ansonsten kann man den gegen ein bisschen Geld bei Apple TV streamen, Google Play, Maxdome, Chili, Pentaflix oder YouTube. Der Film ab 16 Jahren und ja, es gibt vom Best Entertainment ein paar Veröffentlichungen, die man wahrscheinlich eher meiden sollte, allein wegen Best Entertainment. Carol Media, Flex Media Entertainment und KNM haben den alle rausgebracht. Ich glaube, sollte man sich den wirklich ernsthaft zulegen wollen, weil man den Film gut findet, kann man auf die Blu-ray-Disc, auf das Mediabook, das einzig erschienene von M-Square Classics. Das sind alles Vertriebe, die sagen mir fast gar nichts. Da kann man den auf jeden Fall erwerben. Ich denke mal so bei 20 Euro liegt der hier jedenfalls. Aber es gibt anscheinend auch noch eine Single-Disc für 10 Euro von M-Square Classics. Da könnte man natürlich auch zuschlagen. Aber ich kann weder empfehlen noch abraten, ehrlich gesagt, weil ich diesen Film einfach nicht kenne und auch nicht wirklich interessiert bin an diesem Film. Ja, dann kommen wir zu Platz 17 und auf Platz 17 haben wir Tödliche Visionen im Original Disturbed von Charles Winkler aus den Vereinigten Staaten. Ja, das Cover hier, das habe ich schon öfters gesehen, ist ein Horror-Thriller. Den Film an sich habe ich jetzt noch nicht gesehen. Interessiert mich aber mittlerweile, muss ich sagen. Der ist ziemlich gut bewertet eigentlich. Und auch die Inhaltsangabe liest sich recht gut. Kann ich die mal eben schnell vorlesen hier? Ja. Jahre nachdem, bleibt doch mal stehen hier, die Werbung verdreht hier alles. Jahre nachdem in einer amerikanischen Nervenheilanstalt eine Frau vor den Augen ihrer jungen Tochter aus dem Fenster in den Tod sprang, ereignen sich erneut beunruhigende Dinge. Eine junge Frau stirbt auf gewaltsame Weise, ihre Leiche verschwindet, ihr Arzt verfällt dem Wahnsinn. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen? Klingt jetzt erstmal relativ unspektakulär, aber ich habe mir sagen lassen, dass das eine relativ gute schauspielerische Leistung von Malcolm McDowell, der hier den Arzt wahrscheinlich spielt, ist. Und irgendwie weiß ich nicht, irgendwie reizt mich der Film, ich weiß nicht wieso. Zu streamen ist er leider nirgends. Allerdings sind wir da jetzt auch wieder bei Best Entertainment. Die haben nämlich DVDs veröffentlicht. Best Entertainment hat den Film auch in einer Psycho-Thriller-Collection veröffentlicht. Dort ist der geschnitten. Ansonsten gibt es auch eine Psycho-Thriller-Collection von Carol Media. Da weiß man nicht so genau. Da gibt es eine Action-Collection von Flex Media Entertainment. MIB hat ein Double-Feature rausgebracht. Ich glaube, ja, mit Dead Ringers von David Cronenberg. Und dann gibt es noch eine Thriller-Box von Great Movies. Da könnte man mal wirklich eine amtliche Veröffentlichung rausbringen. Auf Blu-ray gibt es den also noch nicht. Aber ich werde mir dann wohl günstig halt die Carol Media oder die Best Entertainment-Veröffentlichung holen. Ich sehe hier schon, die gibt es für 3 Euro und sowas. Da muss ich mal irgendwann bei Rebuy zuschlagen. Ab wann der Film jetzt ist, könnte ich jetzt auch noch mal eben ausfindig machen hier. Ja, der Film ist ab 16 Jahren. Ah, hier sehe ich auch schon bei Amazon und sowas, kriegst du den für 1,17 Euro und so. Also das ist wirklich jetzt nicht die Welt. Und ich denke mal, es tut nicht weh, dich den mal zu geben. Der ist ja nicht umsonst auf Platz 17 hier, ne? Tödliche Vision. Dann kommen wir zu Platz 16 sind wir jetzt. Und auf Platz 16 haben wir einen allbekannten Slasher, kann man mehr oder weniger sagen, und zwar Chucky. Und zwar Chucky 2, die Mörderpuppe ist zurück. Im Original natürlich Child's Play 2 von John Lafia
Amerikanische Produktion, ein Horror-Thriller. Ja, gut, zu Chucky muss man nicht viel sagen. Alex Winston spielt hier natürlich wieder mit. Und es gibt keine wirklichen Alternativtitel eigentlich. Ja, der Film ab 16 Jahren natürlich. Ich muss mal gucken, John Lafia oder Lafia, was hat denn der sonst noch so gemacht? Ja, irgend so ein Rattenfilm. Red, sie sind überall. Man's Best Friend, okay. Ein paar Episoden von Freddy's Nightmares hat er gemacht. Aber jetzt auch nichts, wo man wirklich drauf hinweisen sollte. Oh, ist durch Suizid sogar gestorben, sehe ich gerade. Naja, möge er in Frieden ruhen. Er hat uns Chucky 2 vererbt quasi. Und ja, der hat es halt geschafft auf Platz 16. Streamen kann man den gegen ein bisschen Geld auf Amazon, Apple TV, Maxdome, Chili, Microsoft oder YouTube. Aber Universal hat natürlich auch sämtliche Auflagen rausgebracht. Auf DVD oder Blu-ray, da gibt es ja auch diese Steelbooks. Birnblatt hat natürlich das nochmal in die Hand genommen, Mediabooks rausgehauen, Hardboxen und all sowas. Eigentlich überall ungeschnitten. Die einzige Veröffentlichung, die geschnitten ist, ist die Kaufhausfassung der Videokassette von Universal. Aber wie gesagt, der Film ist auch ab 16, ist auch nicht wirklich sonderlich hart. Alles unter 10 € zu bekommen. Chucky, ich muss sagen, Chucky 2 war nicht so der stärkste Teil in meinen Augen. Also mir hat 3 auch wieder deutlich besser gefallen. Aber ich müsste mir das alles auch nochmal wieder angucken. Es ist schon echt lange her. Naja, aber Chucky 2 auf Platz 16. Und dann, ach ja, Chucky 2. Hier, ich habe die normale Universal Blu-ray-Disc. Macht sich natürlich im schwarzen M-Ray viel besser. Aber die wollte ich natürlich euch nicht eben vorenthalten. Ne? Ich habe natürlich die ganze Reihe. Ich mag ja diese alten Horrorfilmreihen. So, und dann kommen wir jetzt zu Platz 15. Und auf Platz 15 haben wir das Phantom der Oper. Ja, hier das Cover. Es gibt etliche Filme mit diesem Namen. Im Original natürlich The Phantom of the Opera. Hier ein TV-Film. Ein Horrordrama von Tony Richardson. Ja, Herstellungsland haben wir hier Deutschland, Frankreich, Italien und die Vereinigten Staaten. Mit Burt Lancaster, Terry Polo, also sagen mir jetzt so auch nichts. Tony Richardson, hat der denn sonst noch rausgehauen? Da ist nicht viel. Da ist wirklich nicht viel, nichts, was ich kenne. Es ist wie gesagt ein TV-Film. Deswegen auch krass, dass er es hier reingeschafft hat. Es gibt auch nur. Ja, es gibt von Kinowelt auf jeden Fall eine DVD-Veröffentlichung. Muss ich mal gucken, ob das so eine richtig seltene ist. Oder nee, die kriegt man unter 5 €. Allerdings sehe ich hier, gibt es von Fernsehjuwelen eine Box, die komplette Miniserie. Da haben sie den Film anscheinend nochmal in Serienformat irgendwie aufgesplittet. Der Film ab 12 Jahren. Hier steht jetzt halt auch keine Lauflänge. Hier vielleicht. Kann man sehr schlecht erkennen. Ja, sagt mir aber auch überhaupt nichts. Muss ich sagen. Das würde mich vielleicht nicht, ob ich da jetzt interessiert bin oder nicht. Also TV-Filme, die es hier wirklich so in meine Listen schaffen, von den Bewertungen her, die sind oft dann auch wirklich nicht schlecht. Also da sollte man sich nicht abschrecken lassen. Vielleicht nehme ich den irgendwann mal mit, wenn er mal günstig zu finden ist. Aber wie gesagt, es gibt hier nur eine wirkliche DVD-Veröffentlichung von Kinowelt, die den als wirklichen Film darstellt auch. Ansonsten kein Streaming, kein gar nichts. Mir war der auch absolut unbekannt vorher. So, dann kommen wir zu Platz 14. Auf Platz 14 haben wir wieder einen Slasher. Auch wieder einen zweiten Teil, nämlich Maniac Cop 2 von William Lustig. Alternativ Maniac Cop 2 Butcher in Blue. Amerikanische Produktion mit Robert Davi und Bruce Campbell spielt natürlich hier mit.
Hab ein bisschen Husten. Tut mir leid. Ja, ist ein Action-Horror, kann man so darstellen, finde ich. Zweiter Teil, ich glaube, der gefiel mir nicht so gut wie 1 und 3. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Schon lange nicht mehr gesehen. Ich hatte auch mal die Trilogie, mittlerweile habe ich nur noch den ersten Teil. Ja, Streaming ist natürlich nicht drin in Deutschland. Und der ist auch noch sehr rar, muss ich sagen. Es gibt von IMS eine DVD und von Videopool die Trilogie. So ein Schuber, da ist dann aber auch die IMS-DVD drin. Auf Videokassetten war der damals nur geschnitten. Die DVDs sind eigentlich alle ungeschnitten, aber hier steht jetzt auch kein Preis. Aber die IMS-DVD, die dürfte mittlerweile auch schon eine richtige Rarität sein. Habe ich zumindest mal entdeckt. Das heißt, die Freigabe von ist immer noch ungeprüft. Also da wäre doch mal wirklich so ein Ding, dass da mal ein Vertrieb rangeht, wie Turbine. Die machen sowas ja ganz gerne. Und da mal eine amtliche Trilogie raushaut. Die würde ich mir doch glatt kaufen. So bleibt Maniac Cop 2 allerdings wirklich ja, schwer zu bekommen. Tja, da kann ich nun auch nichts für. Auf Platz 14 ist der gelandet. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 13. Und Platz 13 hat mich so gereizt, als ich diese Liste erstellt habe und das alles statistisch errechnet habe, dass ich mir den sofort gekauft habe. Da komme ich gleich zu. Es geht nämlich um Buried Alive, lebendig begraben von Frank Darabont. Auch ein TV-Film, ein Horror-Thriller mit Tim Matheson und Jennifer Jason Leigh oder Leigh. Till Death Do Us Part ist noch ein Alternativtitel. Ich kann ihn mal zeigen hier. Buried Alive. Zu streamen ist der nicht und das ist eigentlich auch die einzige Veröffentlichung, die es gibt. Diese Koch Media DVD. Als Blu-ray scheint es den auch nicht zu geben. Ist recht hochpreisig, also ich habe den mit ein bisschen Glück wirklich für 10 Euro bei Rebuy schießen können. Aber normalerweise kostet der schon immer etwas mehr. Der Film auch mittlerweile ab 18 Jahren, warum auch immer, ehrlich gesagt. Ich habe sogar gehört, der soll ab 16 sein, aber aus irgendeinem Grund ist die DVD ab 18. Und ich muss sagen, das, was ich erwartet habe, wenn ich mir hier auch so das Cover ansehe, ne? Das habe ich nicht bekommen. Also wirklich lebendig begraben. Also begraben in so einem Sarg spielt in diesem Film vielleicht, wenn überhaupt, 5 Minuten. Der Rest ist einfach wirklich, wirklich TV-Filmniveau, guter TV-Filmniveau, oder gutes TV-Filmniveau. Es ist unterhaltsam auf jeden Fall, aber es ist kein absoluter Burner. Also ich werde diese DVD auch wieder loswerden wollen. Weil, nee, mehr als Durchschnitt ist das leider nicht. Echt schade. Aber mich hat es halt auch gewundert, weil der auf Platz 13 hier in diese Liste von 1990 es geschafft hat. Also der ist sehr gut bewertet. Ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich konnte mit dem Film. Also ich kann für den Film, für meine Sammlung nichts anfangen. Einmal gucken, ist völlig in Ordnung. Aber das war es auch schon. Sehr unsympathische Charaktere auch alles. Also es wirkt fast so ein bisschen wie eine Folge in Spielfilmlänge von X-Faktor. Das Unfassbare. Naja, gut. Dann kommen wir zu Platz 12 und dort haben wir Geschichten aus der Schattenwelt von John Harrison. Amerikanische Produktion mit Debbie Harry, David Forrester, Christian Slater. Steve Buscemi, also ich glaube, ist so eine Art Kurzfilmsammlung. Das sind so 4 Kurzfilme, glaube ich, drauf. Im Original heißt das Ganze Tales from the Dark Side, The Movie. Ist ein Horrorfilm. Interessiert mich schon seit längerem. Habe ich aber noch nie gesehen. Es gibt hier noch Alternativtitel: Stephen Kings Geschichten aus der Schattenwelt. Ja, Tales from the Dark Side, also. Wirkliche Alternativtitel sind das auch nicht. Streamen ist leider nicht drin. Und
Na, 84 Entertainment hat hier wieder limitierte Hardboxen oder sowas rausgehauen. CMV Laser Vision hat hier auch in der Retro-Edition wieder welche rausgeballert. Kleine Hardboxen, glaube ich. Also, ja gut, haben die ja mit etlichen Filmen gemacht. IMS hat eine DVD rausgebracht. Ich glaube, das ist auch so die kostengünstigste und beste Lösung, diesen Film zu sehen. Es gibt auch noch eine IMS-DVD mit einer FSK 16. Die sollte man meiden, die ist geschnitten, weil der Film ist, hat eine SpielJK, strafrechtlich unbedenklich. Also alles, was 16 ist, ist geschnitten. Es gibt hier auch noch eine Box von MIG Film Group, da ist der auch drin, aber auch nur geschnitten. Also wenn wirklich man den kostengünstig haben will, und ich will den kostengünstig haben, ich will mir den auf jeden Fall irgendwann nochmal angucken, weil ich stehe sowieso auf Kurzfilme. Und das ist ja, wie gesagt, so eine Art Kurzfilmsammlung, so eine Art Tales from the Crypt, denke ich mal. Werde ich mir irgendwann die IMS-DVD holen? Ich muss mal gucken. Nein, indiziert ist der nicht, aber ich sehe jetzt auch keine Preise. Es könnte wirklich sein, dass das dann doch den einen oder anderen Schein kostet. Oder man wartet halt wirklich, bis der mal offiziell wirklich in einer neuen Auflage kommt. Blu-ray gibt es den auch noch nicht. Aber ist sehr gut bewertet. Scheint wirklich ganz cool zu sein. Aber was mich hier wundert, ist, dass das alles vom einen Regisseur ist. Aber der scheint auch so ein bisschen auf Kurzfilme hier zu stehen. Ich sehe schon, für die letzte Webserie Creepshow von 2019 hat er Episoden gemacht. Dann für die TV-Serie Geschichten aus der Schattenwelt. Darauf basiert das anscheinend alles. Da hat er 8 Folgen von gemacht. Ja, diesen Film Supernova, wenn die Sonne explodiert, hat er auch gemacht. Book of Blood von Clive Barker auch, ne, den hat er auch gemacht, der hat mir nicht so gefallen. Auch von Dune, der Wüstenplanet, hat er für die TV-Miniserie von 2000 ein paar Episoden gemacht. Ich denke mal, es könnte wirklich sein, dass Geschichten aus der Schattenwelt auch sein Bester ist. Könnt ihr ja mir auch gerne wieder in die Kommentare schreiben. Aber wir kommen jetzt zu Platz 11. Und auf Platz 11 ist ein Film von Sam Raimi, nämlich Darkman. Darkman, der Mann mit der Gesichtsmaske, habe ich früher mal gesehen. Ist ewig lange her, war in meiner Kindheit, müsste ich mal wieder sichten. Hier als Action-Fantasy-Horror aufgeführt mit Liam Neeson, den ich ja eigentlich gar nicht mag. Aber ich würde den trotzdem echt ganz gerne nochmal wieder gucken. Amerikanische Produktion hier. Stream ist drin natürlich gegen ein bisschen Kohle bei Amazon, Apple TV, Google Play, Maxdome, Chili, Microsoft oder YouTube. Und es gibt DVDs hier, aber in den meisten DVDs ist der erste Teil hier geschnitten. Von Universal gibt es eine 3-Disc-Steelbook-Trilogie. Also das ist diese schwarze, glaube ich, dass es schon etwas länger gibt. Da ist der geschnitten, das wusste ich gar nicht. Dann die alte Universal-Auflage auch, und die von Columbia ist auch geschnitten. Ich denke mal, es gibt eine neuere Auflage von Universal im Zusammenarbeit mit Koch Media. Die ist uncut. Ansonsten jede Blu-ray, die es gibt von 8 Films, Koch Media, Koch Films. Also da, die Blu-rays, die sind alle uncut. Der Film ist, glaube ich, auch ab 16 Jahren freigegeben mittlerweile. Ja, gibt es auch günstig. 10 € ist dabei. Die Videokassette von CIC Video früher war auch geschnitten. Und in Österreich hat Koch Media eine Collector's Edition rausgehauen. Das wusste ich auch noch gar nicht. Mit hässlichem Cover, aber da sind alle 3 Teile mit enthalten. Natürlich auch uncut. Ja, sagt mir gar nichts, dass ich jetzt da eine Collection gibt mit allen 3 Teilen. Das ist ja immer sowas, was mich dann reizt. Muss ich mal gucken. Aber ich weiß wirklich nicht, ob Darkman überhaupt so mein Ding war. Ich meine, früher fand ich, glaube ich, das ganz cool. Es ist ja auch, basiert das nicht sogar auf irgendeinem Comic? Vielleicht sogar DC oder Marvel? Ganz vorsichtig jetzt mal ausgedrückt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine mal, irgendwas gelesen zu haben, oder ich verwechsel das.
Naja, dann kommen wir auf jeden Fall jetzt schon zu den Top 10. Und auf Platz 10 hat es geschafft, oder haben es geschafft, die Gremlins. Gremlins 2, die Rückkehr der kleinen Monster. Oder im Original Gremlins 2, The New Batch von Joe Dante. Den kennt man ja von, The Howling hat er, glaube ich, gemacht, ne? War er das? Joe Dante? Das war doch Joe Dante hier, The Howling, oder? Das Tier, ja genau. High School, Piranhas, also der hat schon ordentlich was gemacht. Small Soldiers hat er auch gemacht. Ja, der hat also auch den zweiten Teil von Gremlins gemacht. Das ist natürlich eine Horrorkomödie, das sagt wahrscheinlich jeden was. Den zweiten Teil habe ich damals in meiner Kindheit auch mal geschaut. Den ersten habe ich vor kurzem erst geschaut. Ich habe mir nämlich hier die Gremlins in einem Double Feature geholt mit Teil 1 und 2. Den ersten Teil, ich fand ihn wieder grandios. Den zweiten muss ich mir dann nochmal angucken, aber ich glaube, der ist auch nicht viel schlechter. Ja, wer spielt damit? Christopher Lee spielt damit, sehe ich hier gerade. Zach Galligan. Also, wie gesagt, nicht ganz so geil wie Teil 1, aber immer noch ziemlich lustig auch. Also, mir ist meiner Meinung nach eigentlich auch mehr Komödie. Fast gar nicht passend eigentlich für diese Liste, weil wir ja von Horrorfilmen ausgehen. Aber es sind halt deutliche Horrorelemente mit enthalten, auch wenn das alles ziemlich im Komödienbereich ist. Aber ja, nun, der hat es geschafft. Zu streamen ist der kostenfrei bei Sky, in der Flat natürlich, oder gegen ein bisschen Geld bei Amazon Prime, Apple TV, Maxdome, Rakuten TV, Chili, Microsoft oder Pentaflix. Natürlich brauche ich jetzt hier auch nicht erwähnen, der ist nirgends umgeschnitten. Der ist nirgends geschnitten. Die ganzen Warner-DVDs und auch Blu-Rays, ganz egal ob Collection, Steelbooks oder Videokassetten, alles von Warner, alles uncut natürlich. Und auch ab 12 Jahren, ich weiß gar nicht genau, der zweite Teil ist der ab 16 oder ab 12. Der zweite Teil ist sogar ab 12, ich glaube der erste ist ab 16. Ja, auf jeden Fall immer ganz lustig eigentlich anzusehen. Muss ich mir dann, wie gesagt, den zweiten Teil auch nochmal zur Gemüte führen. Und auf Platz 9 haben wir dann einen kleinen Tierhorrorfilm, nämlich Arachnophobia von Frank Marshall. Amerikanische Produktion, eine Horror-Thriller-Komödie. Den habe ich noch nicht gesehen. Der reizt mich auch wirklich. Also soll ja wirklich gut sein. Es spielen hier auch Größen mit wie Jeff Daniels, John Goodman. Also da muss man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ab 16 Jahre ist der Film, aber es geht hier halt um Spinnen. Ich habe zum Glück für meinen Teil keine Angst vor Spinnen, aber es gibt ja eine Menge Leute, die Spinnenphobie haben. Ansonsten, was hat er noch gemacht? Kongo oder Überleben, Antarktika, Gefangen im Eis, der ist richtig klasse, der Film, den hat er auch gemacht, also interessant. Ja, zu streamen ist der hier Amazon, Apple TV, Google Play, Microsoft oder YouTube, aber nicht kostenlos, ne? Muss man so ein bisschen was bezahlen. Und in Deutschland ist der nur auf DVD von Hollywood Pictures erschienen. Allerdings dafür alles ungeschnitten. Da müsste man sich mal ja, ranwagen. Unter 10 Euro kriegt man so eine DVD, ist gar kein Problem. Gut bewertet. Ich weiß nicht, inwiefern das natürlich eine Komödie ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber interessant auf alle Fälle. Dann kommen wir zu Platz 8. Und auf Platz 8 ist auch ein TV-Film. Aber ein TV-Film, der vielleicht sogar mit einer der größten TV-Filme ever ist. Nämlich Stephen King's S. Hier auch natürlich als Komplettfilm, beide Teile. Ein Horror-Thriller von 1990 von Tommy Lee Wallace. Natürlich Tim Curry in der Rolle des Pennywise. Meiner Meinung nach viel geiler als das Remake. Hier auch John Ritter dabei, Jonathan Brandis. Also es sind hier wirklich auch damals als Kinder halt noch viele Bekannte dabei. Und dann später als Erwachsene halt neue Schauspieler wie John Ritter. Also ich finde es wirklich ultimativ.
Ich habe den hier auch noch original verpackt. Das heißt allerdings nicht, dass ich den noch nicht gesehen habe. Ich habe den upgegradet auf Blu-ray. Hatte den mal als DVD. Aber das war so eine blöde DVD. Die Disc von beiden Seiten bespielt ist und man musste die Disc drehen während des Films. Also das ist auch echt selten und ich glaube, das hat auch nur Warner gemacht. Ja, hier jetzt als Blu-ray muss ich mir auch unbedingt nochmal wieder angucken. Geht auch gut lange, glaube ich. 187 Minuten. Aber es ist einfach absolut atmosphärisch und ich finde es grandios. Ich finde es wirklich ein richtig mit Stephen Kings stärksten Verfilmungen mit. Streaming ist, sehe ich gerade überhaupt nichts. Das wundert mich echt stark. Und irgendwas scheint da passiert zu sein. Auf jeden Fall ist eigentlich alles geschnitten. Ich weiß nicht inwiefern. Ich versuche das vielleicht mal eben ganz kurz hier rauszubekommen. Anmerkung zur Schnittfassung. Der TV-Zweiteiler wurde für diese Fassung zu einem Film zusammengefügt. Die Schlussszene von Teil 1 ist minimal gekürzt und der Abspann fehlt. Teil 2 setzt bei der Fahrt zum Friedhof ein. Diese Szene ist ebenfalls minimal gekürzt und zwei vorherige Szenen, die in der Originalausstrahlung während des Vorspanns zum zweiten Teil zu sehen sind, fehlen komplett. Ja, ich habe mir das schon sowas gedacht, dass das daran liegt, dass man den Film zu einem Film geschnitten hat oder diese zwei Teile zu einem Film. Ich denke mal, das ist alles zu verkraften. Warner hat komplett die Rechte. Alles, was Warner rausgehauen hat, ist dementsprechend halt uncut. Also falls es jetzt um Gewaltszenen hier geht und sowas. Es ist also nichts Gravierendes, was fehlt. Das ist auch wirklich weltweit. Es fehlt überall, in jedem Land. Auf jeden Fall, Warner hat hier Blu-rays und DVDs rausgehauen. Teilweise in Mediabooks, Steelbooks, whatever. Und den Film kriegt man auch unter 10 Euro natürlich. Aber also wer den noch nicht gesehen hat, krasse Empfehlung auf jeden Fall. Ich finde Stephen Kings S von 1990 absolut spitze. Und dann kommen wir zu Platz 7. Und auf Platz 7 ist wirklich, finde ich, eine krasse Überraschung. Also nicht, dass er es nicht verdient hätte. Es ist ein klasse Film. Aber ich hätte damit nicht gerechnet, dass der sich in diese Liste einreiht und dann auch noch in den Top 10 so weit oben. Es geht um Jörg Buttgereits, der Todesking aus Deutschland mit Hermann Kopp, Heinrich Eber, Michael Krause. Ich glaube, diese sagen wirklich nur Spezialisten, was diese Schauspieler. Ist ein Mix aus Horror, Drama und Liebe, Romantik, wie es hier steht. Ich würde jetzt mal sagen, ich kenne nicht alle, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist wirklich Jörg Buttgereits stärkster Film mit Der Todesking. Nekromantik mochte ich auch sehr gerne, aber das ist halt aber auch schon wirklich bisschen speziell alles hier, ne? Der Todesking, aber zu Recht auf jeden Fall so eine hohe Platzierung. Der Film ist ungeprüft, also den kannst du auch nirgends streamen oder sowas. Den kannst du halt von J&B in der European Edition bekommen oder Media Target Disruption hat den rausgebracht. Oh, Disruption sag ich schon hier. Und eine Blu-ray gibt's von Media Target, von J&B ein Video. Und man kann natürlich auch im Ausland hier auf die Fassung greifen, weil die alle deutsch sind. Das ist ein deutscher Film. Das auch, wird auch immer die deutsche Tonspur dabei sein. Dementsprechend hat Arrow Video in dem Vereinten Königreich also Großbritannien, da ordentlich was rausgebracht. Auch in Japan hat ein Label namens Albatross was rausgebracht. Also da kann man überall getrost zugreifen, alles uncut. Ist halt auch nicht die absolute brutale Gewaltorgie, sag ich mal. Es ist schon alles eher so ein bisschen Richtung Arthouse, fast schon so ein bisschen amateurmäßig, absichtlich, also professionell amateurmäßig gehalten. Ich finde diese Filme toll. Diese Jörg Buttgereit-Filme haben auf jeden Fall eine ziemlich eigene, wie soll ich das beschreiben? Ziemlich eigene Atmosphäre schon. Also große Empfehlung auch von mir.
Sollte jeder vielleicht mal reinschauen. Für den einen ist es was, für den anderen nicht. Kann man dann ja auch nichts machen. Aber sollte man mal gesehen haben. Vor allem so Nekromantik und sowas, das sind ja so seine ganz berühmt-berüchtigten Filme. Und dann kommen wir zu Platz 6. Da haben wir Kabal, die Brut der Nacht. Im Original Nightbreed von Clive Barker, direkt Regie hier sogar. Amerikanische Produktion, ist ein Horror-Thriller. Monsterfilm kann man fast schon ein bisschen sagen, mit Craig Sheffer. David Cronenberg spielt hier sogar eine Nebenrolle. Doug Bradley spielt hier eine Rolle. Also ist auch sehr, sehr beliebt, der Film. Sieht man ja, ist auf Platz 6. Streaming ist leider nicht drin. Ich meine, es ist immer noch schwierig, diesen Film zu bekommen. Es gibt Videokassetten von Starlight, die sind damals gekommen, ungeschnitten. Und das sind so die einzigen wirklich offiziellen Veröffentlichungen. Es gibt hier noch diese, ja, ich will jetzt gar nicht groß werben für, aber diese Bootlegs, die angeblich von Laser Paradise sind, in Mediabook-Form. Und dann gibt es natürlich noch restliche. Es gibt Bootlegs, gibt es genug davon. Wo man die kaufen kann und sowas, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich auf Börsen. Ansonsten hat der Film keine reguläre Veröffentlichung bekommen in Deutschland. Was ein bisschen schade ist, im Free TV ist der geschnitten. Ansonsten, ja klar, die Bootlegs sind alle uncut, aber die Videos auch. Ich hatte da mal eins von und habe mir den Film angeguckt. Ich muss aber auch wirklich sagen, mir hat der Film nicht so zugesagt. Also ich habe was gehofft hier, ja allein hier Doug Bradley dabei, Clive Barker, der Schaffer der Hellraiser-Saga und nee, Kabal, die Brut der Nacht hat mir persönlich, ich fand ihn in Ordnung zum Gucken, aber der ist nicht in meine Sammlung geblieben, ob Bootleg hin oder her, selbst wenn da jetzt nochmal eine ordentliche Veröffentlichung kommt, werde ich mir die nicht holen. Ich habe den nicht so gefeiert, den Film, aber er hat eine richtig große Fangemeinde. Ja, ich bin kein Teil davon. Und dann kommen wir zu Platz 5 und auf Platz 5 ist auch wieder ein Film, der das mich richtig glücklich macht, dass er es geschafft hat auf Platz 5, nämlich Night of the Living Dead, das erste Remake von Tom Savini. Das war mein allererster Zombie-Film, den ich jemals gesehen habe. Hier, ich habe mir vor kurzem erst die Blu-ray gekauft und das Bootleg weggeballert. Da gab es nämlich auch so ein Laser Paradise Bootleg, ja. Natürlich musste ich mir hier eine ordentliche Version kaufen. Finde ich persönlich sogar besser als das Original von George A. Romero. Hier spielt Tony Todd mit, Patricia Tallman. Also, ja, es ist halt so, es ist halt auch irgendwo Nostalgie so ein bisschen, ne? Erster Zombie-Film damals, die ersten Resident Evil-Spiele gezockt und dann irgendwann mal den ersten Zombie-Film geguckt und es war für mich pure Atmosphäre. Es gibt hier noch Alternativtitel nicht unbedingt, nee, aber in Deutschland ist er auch oft nur unter die Rückkehr der Untoten zu finden. Mittlerweile nicht mehr indiziert, beschlagnahmt auch nicht. Den kriegt man ab 18 Jahren hier überall, FSK 18 und auch unter 10 Euro. Also ich finde ihn grandios, ist natürlich die gleiche Story wie im Original, aber alles ein bisschen moderner Richtung 90er halt gehalten. Es gibt hier auch wieder etliche Bootlegs, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber Sony hat hier mal eine DVD veröffentlicht und eine Blu-ray und ein Steelbook und all sowas. Also Sony war da mal auch eine Ultimate Collectors Fan Edition, das wusste ich auch gar nicht. Aber Nameless Media hat vor kurzer Zeit richtig was rausgehauen, also auf dem deutschen Markt. Alles uncut, Nameless Media, da wird man auf jeden Fall fündig. Es sind so viele Mediabooks wieder, zusammen mit Ike Media. Es ist eine Retro-VHS-Edition, Hardboxen, alles dabei. Also da wird man sicherlich was finden. Ansonsten greift man hier einfach zu der Sony Blu-ray. Ich habe hier auch die Sony Blu-ray, ja. Schön mit roten Keepcase. Also ganz grandioser Zombie-Film. Ist nicht wirklich so jetzt splatterlastig, eigentlich gar nicht. Könnte man ja meinen bei Tom Savini als Regisseur. Aber fand ich jetzt ehrlich gesagt eher weniger brutal. Aber total atmosphärisch. Ich fand den toll. So, und auf Platz 4 ist auch wieder eine krasse Überraschung, muss ich sagen. Obwohl ich den Film nur vom Namen her kenne. Auf Platz 4 haben wir A Chinese Ghost Story Teil 2.
Von Xing Xiu Tung. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber Xing Xiu Tung aus Hongkong ist der Film. Ich lasse es mal mit den Darstellern. Es ist auf jeden Fall vom Genre her ein Eastern Fantasy Horrorfilm. Also richtig gut bewertet. Ich glaube, ich muss da mal wirklich. Ich habe ja nichts gegen Asia-Kino. Aber mich. Eastern und Fantasy und sowas im Zusammenhang damit Asia-Film. Na klar, Eastern ist klar, aber dieses Fantasy-Ding dabei. Ich habe ein bisschen Angst, dass das dann mir zu weit geht. Es geht beim Asia-Kino schnell, die übertreiben dann manchmal so krass, dass es für mich nicht mehr genießbar ist. Aber ich glaube, ich werde dieser Filmreihe, es gibt ja glaube ich drei Teile oder sowas, meine Chance geben. Auf jeden Fall. Gibt es in Deutschland DVDs von IMS, eine 4-DVD Deluxe Edition? Nee, ist eine Trilogie, genau. Gibt es auch. Dann hat One World hier auch eine DVD veröffentlicht. IMS hat auch sämtliche Blu-rays veröffentlicht. Die sind alle ungeschnitten, könnt ihr so zugreifen. Und in Österreich gibt es, ich weiß nicht, ob das ein Mediabook ist. Mal gucken. Sonstiges. Nee, eine kleine Hardbox, aber auf 111 Stück limitiert, also die wird recht hochpreisig sein. Ja, jetzt kommt zum Punkt hier. Von NSM Records, so. Ich denke aber mal, die IMS-Dinger werden noch am einfachsten zu finden sein, obwohl die teilweise auch nicht ganz billig sind, habe ich schon gesehen. Ja, Ching Siu Tung, ich gucke mal eben ganz kurz da rein, was der noch so gemacht hat, weil ich sonst auch wirklich keine wirkliche Auskunft geben kann über diesen Film. Chinese Ghost Stories, er hat alle drei Teile gemacht. China Swordsman, die sagen mir sogar was, die habe ich damals in meiner Kindheit mal geguckt. Naked Weapon, das ist ja auch ein recht bekannter Film. Ja, also ist kein unbeschriebenes Blatt der Regisseur. Und ja, krass, ey, echt auf Platz 4. Chinese Ghost Story Teil 2. Muss ich mir dann mal irgendwann reinziehen. Kommen wir zu Platz 3 und auf Platz 3 haben wir Tremors. Im Land der Raketenwürmer. Alternativ gibt es hier Beneath Perfection. Oh, ich habe ein bisschen Luft im Bauch gerade, sorry. Dead Silence. Ja, das war es auch schon. Von Ron Underwood aus Amerika alles, also amerikanische Produktion. Ist ein Genre-Mix aus Action, Horror, Komödie und Science Fiction. Und ich kenne den Film. Das stimmt wirklich, das ist da alles mit enthalten. Ist sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe den mal gehabt, im Double Feature mit dem zweiten Teil. Ich habe den nicht mehr. Vielleicht hole ich mir irgendwann nochmal eine Gesamtbox oder sowas. Also, ich fand den ersten Teil noch richtig gut. Da sind auch Leute wie Kevin Bacon, Fred Ward und so dabei. Also, ja, schon namhaft. Klar, jeder Schauspieler fängt irgendwie im Horror-Genre fast an, habe ich das Gefühl. Oder damals war es zumindest in den 90ern so. Ja, und hier auf Platz 3 Tremors. Der Film mittlerweile ab 16 Jahren ist auch nicht wirklich brutal. Streamen kann man den gegen ein bisschen Geld bei Amazon, Apple TV, Google Play, Maxdome, Chili, Microsoft und YouTube. Irgendwo sind es doch immer die gleichen. In Deutschland gibt es ist alles uncut. Man kann eine DVD von Columbia kriegen. Universal hat mehrere, hat auch diese Legacy-Box. Es gibt ja wirklich so eine Büste von diesen Würmern dann noch. Oder von einem so einem Wurm zumindest. Hat Universal rausgebracht und auch alles weitere, was auf Blu-ray rauskam, alles von Universal. Es gab quasi eine 7-Movie-Collection. Das ist, glaube ich, jetzt aktuell. Es gibt eine 6-Movie-Collection, als der siebte Teil noch nicht da war. Nein, es gibt keine 5-Movie-Collection, aber ja. Man sollte, also ich warte nochmal ab, was da jetzt noch kommt, ob es wirklich noch einen achten Teil gibt und sowas. Und irgendwann werde ich mir die vielleicht mal in die Sammlung holen, kostengünstig. Ist für mich kein Must-Have. Im Ausland gibt es, im deutschsprachigen Ausland gibt es da auch nichts mehr. Aber ja, es ist ein bisschen angetrasht, auf jeden Fall. Hier, Ron Underwood oder wie hieß der? Ja, was hat denn der sonst so gemacht? Eher so im Serienbereich eigentlich unterwegs. MacGyver und sowas. Wow. Also sehr, sehr fleißiges Kerlchen auf jeden Fall.
Mein großer Freund Joe von 98 sagt mir da noch am ehesten was. Ja gut, ansonsten wirklich also eine Menge verschiedene Serien mitgewirkt. Auch bekannte Dinger. Ja, Tremors auf Platz 3. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass der so beliebt ist. Das muss ich ehrlich dazu sagen. Auf Platz 2, unglaublich, dass er das wirklich auf Platz 2 geschafft hat. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und zwar Jacob's Ladder in der Gewalt des Jenseits. Von Adrian Lynn. Ein Genre-Mix aus Drama, Horror, Mystery und Thriller mit Tim Robbins. Also absolutes Top-Niveau meiner Meinung nach. Dieser Film ist super gruselig, atmosphärisch, hat geile Effekte, einen richtig geilen Twist und ein sehr verstörendes Ende. Ich finde den geil. Ist auch eigentlich eher Arthouse-Kino, so richtig im Horror-Bereich. Ich würde schon fast sagen, eigentlich mehr Grusel. Hier, ich habe den auch. Hab hier das Mediabook mir gegönnt. Klasse Film, wirklich. Kann ich nur empfehlen, Leute, die auch ein bisschen was mit Arthouse anfangen können, auf jeden Fall mal reinschauen. Wirklich ein astreiner Film. Ich liebe ihn. Streaming kam, also der ist sogar in der Flat hier von Filmlegenden, also bei Prime Video, dem Channel Filmlegenden. Da ist der in der Flat drin. Ansonsten könnt ihr gegen ein bisschen Kohle bei Amazon, Maxdome oder Rakuten TV das Ding gucken. Und Kinowelt und Arthouse haben damals Kooperation DVDs rausgebracht. Und wie heißt das? SC, SZ Cinematic. Wofür steht denn nochmal dieses SZ, verdammt? Ah, Süddeutsche Zeitung? War das Süddeutsche Zeitung? Ich glaube, irgendwie sowas, ne? Das ist auch eine Reihe, also da haben die mal irgendwie so eine 10-teilige Reihe Traum und Wirklichkeit rausgebracht. Das sind dann auch solche Exercise Digipacks. Da ist der auf jeden Fall auch erschienen. Und dann halt Koch Media Films hat 2 Mediabooks mittlerweile rausgebracht. Das hier ist noch Cover A, es gibt noch Cover B. Die sind aber alle so klein, das sind eher diese kleineren Mediabooks. Alles uncut. VCL hat damals den auf der Videokassette allerdings nur geschnitten veröffentlicht. Ja, und Adrian Lynn, was gab es da noch so? Es ist einfach echt ein krass. Der hat Flashdance sogar gemacht. Flashdance, Lolita von 97, ne? Ein unmoralisches Angebot. Also, so richtig viele Filme hat der auch nicht gemacht. Aber ich würde mal jetzt sagen, wenn ich das so sehe, Jacob's Ladder auf jeden Fall mit Abstand sein bester Film. Ja, und auf jeden Fall Platz 2. Ne? Damit wären wir dann fast auf Platz 1. Und da kommen wir gleich zu. Ich möchte nur noch mal eben ja, euch sagen, wer es nicht geschafft hat, wer nicht in diese 25 besten Filme 1990 mit reingekommen ist, da sind ein paar namhafte Dinger bei. Und zwar Texas Chainsaw Massacre 3, auch Leatherface genannt, der hat es nicht geschafft. Frankenhooker hat es nicht geschafft. Nachtschicht hat es nicht geschafft. Basket Case 2, Nightmare Concert, den ich vor kurzem erst geguckt habe, der hat es auch nicht geschafft, aber auch zu Recht, muss ich sagen. Puppet Master 2 oder auch Dämonia, die haben es nicht geschafft. Also kann man im Allgemeinen schon nachvollziehen. Ja, und wir kommen jetzt zu Platz 1 und dann werde ich halt nochmal die 3 schlechtesten aus diesem Jahr erwähnen und ja nochmal, welche ich mir gekauft habe, welche ich mir kaufen werde. Da gehe ich nochmal kurz drauf ein. Auf jeden Fall auf Platz 1 und warte. Und das absolut verdient natürlich auch. Ich meine, klar, ich finde Jacob's Ladder besser, aber im Großen und Ganzen ist das einfach verdient. Misery, auf jeden Fall Misery, Stephen Kings Misery, ein Horror-Thriller von Rob Reiner, amerikanische Produktion mit James Caan, Ken oder wie nennt man das, weiß ich, ja, und Kathy Bates, also auch wirklich ein absolut geiler Film, da kann ich nicht widersprechen, richtig spannendes Ding, ich habe mir den natürlich auch gekauft, hier zwar nur auf DVD, aber es reicht mir auch,
Wirklich ein grandioser Film, freigegeben ab 16 Jahren, 103 Minuten. Klasse Ding auf jeden Fall. Kann man auch streamen, Amazon oder Apple TV. Und ansonsten gibt es halt auch sämtliche Veröffentlichungen, da gehe ich mal eben drauf ein, aber die sind natürlich alle ungeschnitten. MGM hat den damals richtig krass veröffentlicht, in DVD-Format, in einer Gold Edition, Special Edition, bla und blub. Und da wurden auch immer weitere Neuauflagen rausgehauen. Dann gab es noch einmal Polygram, die haben den rausgehauen. MGM hat auch eine Blu-ray, die war auch mal richtig teuer, rausgehauen. Und ansonsten kam jetzt 84 Entertainment mit großen Hardboxen und Mediaboxen um die Ecke. Wie soll es sonst sein, ne? Ja, klasse Film auf jeden Fall. Ich kann noch mal eben gucken, was der Rob Reiner sonst so gemacht hat. Der hat, glaube ich, oder? Ja. Doch, ein paar Filme hat er gemacht. Ist da noch irgendwas bei, was, sag ich mal, an Misery rankommt? Harry und Sally, ja, kommt nicht ran, klar, aber ist auch noch ein recht bekannter Film. Ach, oh, Stand By Me hat er auch gemacht. Mit den kleinen Kids. Den fand ich auch nicht schlecht. Ja, Misery auf Platz 1, wie gesagt, zu Recht. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal die drei schlechtesten aus diesem ganzen Jahr. Und es ist Dream Evil, der sagt mir gar nichts. Zombie 90, es ist so ein deutscher Obertrash, Oberamateurfilm, den hatte ich mal. Den gibt es da wirklich als Astro Blaurücken Veröffentlichung, richtiger Kack. Und Troll 2. Warum denn Troll 2? Ich meine, der ist wirklich schlecht, aber der ist absolut grandios. Der ist unterhaltsam. Der ist so kacke, dass der schon wieder geil ist. Wirklich, Troll 2, absolut geil. Jedes Mal gute Laune nach dem Film. Oder währenddessen auch. Also schade, dass der es nur auf dem letzten Platz geschafft hat. Aber er ist ja auch irgendwie in der Liste der schlechtesten Filme in der IMDb drin. Ach, ich muss sagen, ich finde den irgendwie total lustig. Ja, und jetzt gucke ich nochmal eben hier. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe mir schon Buried Alive gegönnt. Vorab und wurde enttäuscht. Ich werde mir definitiv Arachnophobia holen noch und auf jeden Fall auch Tödliche Vision oder Disturb besser gesagt. Und Geschichten aus der Schattenwelt würde ich mir früher oder später auch noch zulegen. Also das sind so diese drei Filme, die ich mir auf jeden Fall noch zulegen werde. Ja, das war 1990. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir war es mal wieder eine Freude. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Verbesserungsvorschläge natürlich auch immer gerne gesehen. Konstruktiv bleiben, Leute, natürlich. Und ja, beim nächsten Mal in diesem Format geht es dann logischerweise mit 2000 weiter. Bis dahin haltet die Ohren steif, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, macht's gut. Bis dann.